Liebe Wohnsiedlerinnen und Wohnsiedler, auch in dieser Woche melde ich mich mit den aktuellen Themen meiner Arbeitswoche bei Ihnen. Sie sehen es, ich bin nicht im Rathaus. Ich bin hier auf unserem wunderschönen Katharinenberg mit der Kirchenruine im Hintergrund und mit unserem Bistro am Katharinenberg. Hat einen besonderen Grund, denn ab sofort, ab diesem Wochenende geht es hier wieder los mit dem Bistrobetrieb. Und zwar hat Maxi Bayer mit seinem Geschäftspartner Martin Dienebier hier den Bistrobetrieb jetzt wieder eröffnet. Maxi Bayer ist vielen sicherlich bekannt als wirklich guter Koch, ehemals aus der Wohnsiedelei. Und er startet jetzt eben mit Martin Dienebier hier durch und bietet an den Wochenenden, aber auch in den Ferien, an Feiertagen Speisen und Getränke. Und zwar mit richtig guter Qualität. Und ich freue mich ganz besonders, dass jetzt hier wieder Leben einkehrt in unserem Bistro auf unserem wunderschönen Hausberg. Ganz besonders gefreut hat mich in dieser Woche auch die Infoveranstaltung zum Wärmenetzausbau hier in der Fichtelgebirgshalle für den Wärmenetzausbau in Wunsiedel und Hohlenbrunn. War eine riesige Beteiligung. Die ganze Fichtelgebirgshalle war voll und ich glaube, zwischenzeitlich bis zu 200 Personen waren auch online digital zugeschaltet und haben sich informiert, wie es jetzt weitergeht. Sie haben es ja mitbekommen. Bis jetzt war die Interessensbekundung. Jetzt geht es richtig mit Fleisch am Knochen an die Vorverträge. Ab sofort stehen Preise. Das heißt, Sie können jetzt genau wissen, was kostet die Kilowattstunde, was kostet die Vollkostenrechnung, was kostet mich der Hausanschluss und so weiter und so fort. Die wichtigste Botschaft ist, der Nahwärmenetzanschluss über die SWW Wunsiedel wird auf jeden Fall billiger sein als Ihre nächste Heizung, egal was Sie sich als nächstes einbauen werden. Der Wärmeanschluss wird vielleicht ein kleines bisschen teurer sein als das, was Sie jetzt momentan auf Ihrer Gasrechnung finden. Aber Sie müssen bitte immer betrachten, es ist die Vollkostenrechnung zu sehen. Sie haben beim Nahwärmenetzanschluss sich nie wieder zu kümmern um eine Heizungsinstallation, sich nie wieder zu kümmern um eine Investition, sich nie wieder zu kümmern um eine Heizungswartung oder ähnliches. Das übernimmt alles die SWW für Sie. Und in der Gesamtschau kommen Sie damit auf jeden Fall sehr, sehr gut weg mit unserem Versorger. Und Sie dürfen vor allen Dingen darauf vertrauen, wir sind dann als Stadtwerke nicht mehr abhängig von irgendwelchen Marktrisiken von außerhalb, vom Gaspreis, ob der wieder in die Höhe schnellt, von irgendwelchen Versorgungsengpässen oder von sonstigem. Wir produzieren dann die Wärme und die Energie lokal hier vor Ort. Und wir als Stadt und als Stadtwerke Wunsiedel stehen dafür ein, dass die Energie für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen in Wunsiedel bezahlbar, preisstabil, versorgungssicher und auch klimaneutral ist. Und damit ist alles abgedeckt, was die aktuellen Marktvoraussetzungen entsprechend bedürfen. Bis 31.07. haben Sie jetzt die einmalige Chance, Ihren Vorvertrag abzuschließen. Und wenn Sie diesen Vorvertrag bis dahin abschließen, dann haben Sie auch garantiert diese sehr, sehr günstigen Konditionen für Ihren Anschluss. Und das kann ich Ihnen wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ich werde es selber tun. Ich werde jetzt meinen Vorvertrag unterschreiben und kann Sie nur anregen, jetzt auch nochmal in der Nachbarschaft, bei Ihnen im Umkreis dafür zu werben. Denn jetzt kommt es drauf an. Nur dort, wo jetzt wirklich die Vorverträge abgeschlossen werden, kann man auch garantieren, dass dann die Nahwärme auch wirklich hinkommt. Das heißt, es lohnt sich jetzt nochmal, die Nachbarschaft wirklich auch zu aktivieren und selber mitzumachen. Sie haben es jetzt in der Hand, angeschlossen zu werden. Dann gab es natürlich in dieser Woche die Sitzung des Stadtrats. Wir haben da viele wichtige Themen behandelt, aber insbesondere ging es auch um die Prüfung des kommunalen Prüfungsverbands für die letzten Jahre, wie wir also hier in der Stadt Wunsiedel mit unseren Rechnungen, mit unserer Kassensicherheit, mit unserer Kasse, mit unseren Finanzen umgegangen sind. Das wird regelmäßig überprüft. Da sind die Kommunen entsprechend auch in der Pflicht, geprüft zu werden. Und ich sage mal ganz kurz gefasstes Fazit: Wir haben unseren Laden gut im Griff. Ich bin immer dankbar für solche Prüfungsergebnisse. Natürlich wurden auch uns hier und da ein paar Stellen aufgezeigt, wo wir vielleicht noch besser werden können. Aber das Allermeiste davon sind wir auch schon angegangen, beziehungsweise haben es sogar schon erledigt. Und insgesamt kann man sagen, die Stadt Wunsiedel ist gut aufgestellt. Der Kreisausschuss hat getagt, der Verwaltungsrat des KUFI, des Kommunalunternehmens Fichtelgebirge, hat getagt, Aufsichtsrat der AWF hat getagt. Ich habe die Aufsichtsratssitzung der GVW, der Gasversorgung Wunsiedel, vorbereitet mit den Geschäftsführern. Und auch in dieser Woche gab es wieder
wirklich viele gute Gespräche über eine mögliche Gewerbeansiedlung am Plärrer. Sie wundern sich auch vielleicht, warum das eigentlich so lange dauert. Ich erzähle da seit Monaten immer wieder über diese Gewerbeansiedlung, aber Sie müssen einfach sehen, da geht es um Investitionen bei solchen Gewerbeansiedlungen von hohen zweistelligen, vielleicht sogar dreistelligen Millionenbeträgen. Und da wird natürlich vieles, vieles erstmal abgeklopft, bis dann am Ende so eine Entscheidung auch fällt. Aber wir bleiben dran und tun alles dafür, dass in Wunsiedel eben weitere gute Arbeitsplätze entstehen, Gewerbesteuer fließt und die Stadt vorankommt. Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, vielleicht bei einem Besuch hier im Bistro am Katharinenberg. Alles Gute und bis nächste Woche.